so unnötig, Alter. Das ist so unnötig. Junge, ich schwör's dir hin. Kannst du die nächste Folge? Kannst du da noch Puffer oder so aufbauen? Nee, Digga, mal da einfach runter. Das ist safe, komplett verrückt, oder? Kaum. Das sieht man noch. Aber die Festplatten klappen bestimmt noch, oder? Egal, mach Kamera aus, so unnötig. Ja, Leute, da ist mein Computer vom Balkon aus Versehen runtergeflogen. Danke nochmal an der Stelle an Revinzeit und damit, ja, Leute, was geht ab? Euer am Start und herzlich willkommen zu der nächsten Folge von Wenn ich du wäre. Heute zusammen mit Revi, was geht? Ziemlich müde. So, Leute, nicht wundern, Revis Facecam ist abgekackt. Der hat mir nach der Aufnahme geschrieben, ja, sie ist zwischendurch kurz abgekackt. Die Facecam ist nach 20 Sekunden abgekackt. Junge, was für zwischendurch, Alter? Auf jeden Fall, die Facecam ist weg. Deswegen tut mir echt leid, Leute, die heutige Folge ohne Revis Facecam. Aber ist auch besser, weil dem sein Gesicht will sich hier keiner freiwillig reinziehen, Bruder. Weiter geht's, viel Spaß. Ja, ich werde dich so auseinandernehmen. Ich wusste, mein Computer... Digga... Der ist anders weg. Ja gut, aber es war ja ein alter Rechner von dir. Ja, ist mir scheißegal, aber ich habe den ja trotzdem benutzt noch in meinem Steuerbüro. Kannst den ja reparieren lassen. Ja, Lukas, eben. Wenn ich du wäre, würde ich den Rechner reparieren lassen. Nein. Doch. Was? Wir haben noch gar nicht angefangen, Junge. Ja, okay, dann sag ich das halt gleich. Auf jeden Fall, Leute, wir machen heute, wenn ich du wäre und ja. Ja, Digga, ja, frag mich so. Nicht ab, warum direkt so eine Aufgabe am Anfang, weißt du, wie teuer das ist? Das ist doch nicht teuer, neues Gehäuse. Hast du den PC dir mal angeguckt? Ja, ich habe halt nur das Video gesehen. Ne? Der ist ich mein, nicht kaputt, der ist freckt. Und zwar so richtig freckt. Kannst du mir kurz die wörtliche Definition von freckt nennen? Digga, wenn ich den reparieren lasse, dann kann ich mir direkt einen neuen kaufen. Das vom Preis her wahrscheinlich genau dasselbe. Ja, dann reparierst du den halt. Ganz einfach. Also, okay. Mein, du musst doch mal so sehen, das ist okay. Wertschöpfung. Es ist okay. Wenn du mal irgendwann Kinder hast, was wir alle nicht hoffen, kannst du denen den geben oder so und kannst du sagen, guck mal hier, damit wurde Geschichte geschrieben. Oh, meine Maus? Warte mal, meine Pickaxe. Komm mal gucken, Revi, guck mal. Was denn? Meine Pickaxe. Blul. Was passiert damit, Alter? Ja, moin. Aber gut, Digga, ich bin dran. Revi, wenn ich du wäre, würde ich mich für den Rest... meine Maustasten sind kaputt. Ja, ich hab schade. Die Maus wieder auf den Tisch geschlagen, ich Idiot. Wenn ich du wäre, würde ich für den Rest der kompletten Folge, der ganzen Aufnahme heute, mich King Avive nennen. Da King Avive. Besser ist das, mein Lieber. Sämtliche Könige waren ja damals ziemlich fett und haben nicht lange gelebt, von daher passt das King of Life. Perfekt, Leute. Wir landen in Lazy Lake und starten rein in die erste Round. Gut, King of Life. Wenn ich du wäre, hat deine Katze viel? Ja, schon. Jetzt wird sie da mehr, weil es halt Sommer wird langsam. Ja. Hast du denn momentan, sag ich mal, vermehrt irgendwo Katzenhaare? Also so auf dem Sofa oder sowas? Boah, meine Freundin macht die jeden Tag weg. Ich muss gucken, warum. Wenn ich du wäre, würde ich da mal kurz übers Sofa lecken, wo die Katzenhaare sind. Lass mal hier landen. Guck mal, ich fange so locker an und sag mit King of Life, ich muss einen PC reparieren, was mich safe, weiß ich nicht, 400 Euro kostet, weil bestimmt nicht alle Teile noch ganz sind. Ich bin direkt down, der hat natürlich... Das nennt man einfach nur Karma. Ja, darf ich die Runde denn wenigstens noch zocken oder muss ich jetzt sofort lecken gehen? Also, wird schon lecken gehen. Darf ich nicht mal zocken jetzt? Ich nicht, muss ich ehrlich sagen. Hey, Junge, ich schwör's dir, es ist so unnötig. Die komplette Runde verschenkt und ich habe gerade eine Skar gefunden, Junge! Hör mich doch nicht so an. Hast du mich denn jetzt? Also. Oh, Leute, ich hasse es so, ne? Ich hasse es so. So, was geht ab, Mali? So, da bin ich wieder. Über dir ist ein Gegner. Oh. Der Wichser. Der Wichser! Gut gespielt aber. Gut, dann machen wir uns bereit für die nächste Runde, oder King of Life? Oh ja, das mache ich. Okay, Leute, neue Runde. Pleasant Park. Glück. Wohin? Pleasant Park, wohin sonst? Ich meine, wir auch woanders. King of Life. Ja, bitte? Ja. Läuft am Hof soweit? Ja, läuft alles gut, ne? Alles gut, sehr schön, jo, sehr schön. Voll Lady. Gut. So, fliegen wir dahin, dann würde ich sagen, ich bin weiter. Natürlich. Dran. Und zwar, Revi. Mhm. Wenn ich du wäre, stell dich jetzt für eine Minute lang tot. Einfach tot, du darfst nicht spielen, nix. Du bist einfach tot auf deinem Stuhl. Ich sehe nur, wie ich mach die Augen zu, ja, okay. Ja, du bist tot. Entspannt. Achso.
Ich sehe nur, wie dieser Pfeil auf dieser Map nicht mehr weitergeht. Ah, geil. Eine Minute. Ich sag mal einen Stopp. Oh, Lachkick, Leute. Lachkick. Ah, erstmal entspannt landen. Wobei, Bruder, hier ist ja anders was los. Wir landen mal hier hinten bei diesem Camper-Van. Okay, Shotgun am Start, Leute. Dann, was haben wir hier? Blauer R schmeckt ganz anders. Eine MP ist natürlich auch lecker. So. Ja, Metz können wir hier absolut knicken. So. Ja, 10 Sekunden hast du noch. Oh! Nein! Er ist gestorben! Och, Mann! Oh, Bruder. Kann ich aufhören, jetzt 10 Sekunden sind rum. Ja, du bist tot. Welcome back, mein Lieber. Wie geht's dir? Soweit so gut, ne? Hast du eine kurze Verschnaufspause gemacht, oder? Ja, kurz mal ein kleiner Powernap. Du weißt ja, wie es ist. Also ich bin genau hinter dir. Du könntest Könnte dich auch holen, aber du könntest mir natürlich auch als Aufgabe geben, dich zu holen. Es ist mir auch egal. Ich muss auch nicht weiterspielen. Ich fuck dann halt einfach weiter ab. Dann machen wir wieder eine neue Runde. Mir ist es egal. Also mich triggert das kein bisschen, mir ist dieses Spiel komplett egal. Wenn ich jetzt sterbe, ist das in Ordnung für mich. Als ob dir das scheißegal ist. Guck mal hier. Whoop. 360! Boom! Okay, komm, ich belebe dich. Nein! Ich hab gedrückt! Ich hab gedrückt, ich werde dich wiederholen. Ich hab gedrückt, Revi, ich schwöre, es tut mir leid, ich hab's gedrückt. Ich habe gedrückt. Du hast dich bewegt, du Spast. Lukas? Du hast dich bewegt, ich kann nichts dafür. Wenn ich du will, würde ich jetzt vorne bei den Gegnern ins Haus reinlaufen, einfach tanzen. Nein! Doch. Komm, ich kann dich beleben. Guck mal, hier die gute Waffen und Minis. Will ich nicht. Bitte. Nein. Ja, okay, du hast nicht gesagt, wie lange ich tanzen muss. Stell dich vor die Gegner und tanz. Digga, ist so unnötig. Ey, Mann, Digga. Ich schwöre, ich wollte dich beleben, Alter. Ah, blöd gelaufen, ne? Egal, ready. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit der nächsten Aufgabe. Und zwar, Gisela beleidigt uns beide ja immer so ein bisschen, ne? Ja. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin so ein Mensch, ich beleidige nie zurück. Aber heute ist mal der Tag gekommen, wo du jetzt Jan mal anrufst. Ja. Du rufst ihn jetzt an. Okay. Und sagst ihm, jo Jan, wie geht's dir? Und sobald er einmal einen Tick hat, fängst du voll an, Gisela zu beleidigen. Sagst du, Alter, warum mischst du nicht immer ein in unser Gespräch? Nerv mal nicht Gisela und so ein Scheiß. Und so richtig cringe, dass Jan sich am Telefon so denkt. Unangenehm, weil der halt eine Krankheit. Anrufen. Ganz normales Smalltalk am Anfang. Ich weiß gar nicht, ob der dran geht. Jan? Ja. Hi. Hi. Und alles gut bei dir? Fick dich. Ja, was soll die Scheiße? Gisela! Hör auf, dich jetzt immer da einzumischen zwischen uns beiden, Mann. Es kotzt mich an. Ich will mich mit Jan unterhalten. Ich hasse dich. Ja, das kann ich mir vorstellen. Bei dir auch alles gut? Ja, natürlich. Soweit. Du weißt ja. Was hast du gerade gesagt? Was hast du gerade gesagt? Nichts. Hör auf, mich. Ey, Jan, ich will mich einfach nur mit dir unterhalten. Ich will mich einfach nur mit dir unterhalten. Ja, das ist schwieriger, als man denkt, ne? Ja, ey. Wirklich, Mann. Und es ist sehr gut, aber ich wollte nur nachgehört haben, ob alles gut bei dir soweit ist und so. Ja, bei mir ist alles super. Ich hoffe, bei dir auch. Ja, doch. Kannst du dich übrigens... Du hast Corona. Was hab ich? Gisela! Hör auf, jetzt was zu sagen über mich! Ich bin gesund und ich hoffe, dass es dir auch gut geht, Jan. Ja, ich bin auch gesund. Verdammte Scheiße, Mann. Gisela, wirklich, wir müssen mal... Hey. Geht's doch nicht weiter. Pass auf, nicht auflösen, einfach auflegen. Sag tschüss und... Ha! Ich muss auflegen. Ciao! Okay, mach's gut. Ciao! Tschüss. Fick dich! Ja, danke. Ich denke, du bist komplett lost. Ja, okay, ja, das war sehr notwendig. Stabile Aufgabe, war gut. Ja. Ja, dann, komm. Nächste Aufgabe, Heide, Jalla. Ja, wenn ich du wäre, würde ich jetzt ganz das Tim vom Gewitter im Kopf anrufen. Und dir mal sagen, dass er ohne Jan gar nichts wäre und dass du ihn eigentlich als Mensch... gar nicht ernst nimmst. Nein, Digga, halt's Maul. Ich mag die mega, die beiden. Ich auch. Ich mag Tim auch sehr gerne, aber...
ey, das ist wirklich zu hart. Guck mal, wie du immer übertreiben musst. Ich mach so Späßchen hier und du direkt. Muss ich wirklich machen? Na, Mann, Alter, Digga! Wo bist du? Wo bist du? Ja, Digga, Müllgame! Müllgame! Granaten fliegen durch Wände oder was? Ich geh raus. Chill, nein, ich beleb dich. Hab verlassen. Hey, wir nehmen doch auf, Junge! Hab verlassen. Okay, ich rufe jetzt Tim an, ja? Ja. Was soll ich genau sagen? Dass du dass er ohne Jan gar nichts wäre. Dass du das vollkommen ernst meinst, dass das von deinem Herzen kommt und ich damit nichts zu tun hab. Okay, ich sag, dass Revi damit nichts zu tun hat. Nee, das sagst du nicht. Okay, oh, das ist hart. Darf ich wenigstens auflösen? Darf ich auflösen? Jo, was geht? Nix bei dir. Oh, auch nicht viel, Digga. Dingens, ist schon krass. Ich habe mir eben nochmal generell so eure Zahlen angeguckt. Läuft ja schon krank bei dir, ne? Oder bei euch? Ja, das ist halt schon, ja. Echt heftig, Digga. Erst recht. Glücklich. Ohne Jan wärst du halt einfach gar nichts, ne? Ja. Ah, ist ja kein Geheimnis. So, eigentlich, man braucht dich ja nicht wirklich. So, weißt du, ich meine? Trifft mich jetzt schon hart, was du da gerade sagst. Ja, ja. Ist halt Real Talk. So, man muss ja auch immer ehrlich sein. Ja, das hat recht. Ja, gut. Sag, dass du ihn einfach nicht wertschätzt. Ich kann dich halt einfach nicht wertschätzen wegen sowas, weißt du? Ja. Nee, ich mein's voll ernst, weiß nicht. Nein, mal ganz ehrlich, also er hat ja selber kein Talent und so. Ganz ehrlich, du hast halt kein Talent oder so, weißt du? Ja gut, ich leg dann mal auf, weil wird mir jetzt zu blöd, ne? Tschüss, ja. Ich glaube, den hat's hart getroffen. Ich glaube es auch, Alter. Ey Mann, war das unangenehm am Anfang, aber. Kim, Digga, ich küsse deine Augen. Er hat's direkt gerafft. Gott sei Dank, ich dachte, das gibt dir voll den Beef. Ich glaube, da hast du. Okay, weißt du, aber wenn wir schon beim Thema Hassen sind, deine nächste Aufgabe, Revi, wenn ich du wäre, dann feuer bitte Escation, also Tobi. Also natürlich nur als Prank, du musst ihn nicht wirklich feuern, aber ruf ihn an und sag, yo, du hast dir das halt ein bisschen anders vorgestellt, weil, keine Ahnung, du wolltest ihn ja so als Ergänzung fürs Team, aber ja, Leo schafft das halt alles auch relativ gut alleine. Und ja, sau lustig. Aber sowas, genau sowas und ja, ja. Ernst. Yo, Tobi, was geht? Hast du kurz einen Moment? Ja. Pass auf, ey, ich hab mir jetzt so in letzter Zeit mal ein paar Gedanken gemacht, ne? Ja. So bezüglich Arbeitsverhältnissen und so weiter und so fort, ne? Du bist ja jetzt... Ja, so, dass du quasi, wenn ich wieder aufnimmst, dass du mich anrufst, meinst du? Du bist entlassen, ciao. Ciao. Ich hasse ja. Tobi, warum weißt du das? Woher weißt du das, Tobi? Du hast ihm geschrieben vorher, Digga. Nein, hab ich nicht, schwöre auf meine Mutter, ich hab nicht geschrieben. Als ob er... Tobi, zufälligerweise weiß, dass wir gerade wenn Stube aufnehmen. Nein, ich habe ihm halt gesagt, dass wir später halt noch, dass ich noch Aufnahmen mit dir habe. Deshalb. Junge, der ist mein Angestellter. Hey, Junge. Komm mal wieder in den Lobby. Ich bin einfach rausgequittet. Gut, Lukas. Hast du eigentlich einen Angestellten oder sowas? Nee, aber du hast doch jemanden in der Geschäftsbeziehung. Du hast doch diese Agentur. Wenn nee, ich weiß ich nicht, was du meinst, Digga. Lukas, wenn ich du wäre, würde ich mal da ganz kurz deinen Geschäftspartner anrufen und dem erklären, dass du momentan aufgrund der Wirtschaftslage es nicht mehr für tragbar hältst, dass er noch in der Firma mit drin ist. Ja, aber wir sind beide 50%. Was ist da gar kein Sinn, Digga. Und du ihm jetzt anbietest, dass du ihn für einen fairen Betrag von 30 Euro... Ne, warte mal, lass mich kurz überlegen. Von 2000 Euro kaufst du ihn raus. Ja. Und wenn er damit Probleme hat, dann geht's vor Gericht, weil du willst das Ding jetzt alleine rocken. Sag, du musst an deine Zukunft denken und an das Haus und du, sowas. Früher haben wir so Fortnite-Aufgaben gestellt und jetzt, Bruder. Guten Tag. Yo, Nico, was geht? Alles gut? Ja, selber bei dir? Ja, Mann, bei mir auch. Was geht so? Was machst du so? Ich bin gerade daheim. Ach, grad. Ja, ich wollte mal ganz kurz wegen Dingens fragen, wegen dem ganzen Social-Bird-Gedöns. Und zwar, ich habe mir jetzt mal übel viele Gedanken so in letzter Zeit gemacht. Und, ich überlege halt die ganze Zeit, ob das überhaupt noch Sinn macht, so wenn du dabei bist, weißt du? Was lauerst du? Ja, so... Digga, das ist voll schwer zu sagen, aber... wir haben ja diesen scheiß Vertrag da abgeschlossen, da kann man nicht einfach so rausgehen, weil ich habe irgendwie nicht mehr so Bock auf das Ganze und... Also ich würde es schon noch gerne machen, aber halt alleine oder mit wem anders. Denkst du, ich kann dir da halt eine Abfindung zahlen und dann würden wir halt getrennte Wege gehen? Aber wie willst du das denn alleine machen? Ja, sag, du hast andere Leute gefunden. Ich habe halt andere Leute gefunden, die das halt auch gut machen können.
Und billiger halt für mich. Ich muss halt wirklich. Ich kann nicht zunächst zwingen, aber ich verstehe das nicht. Also warum? Ja. Danke, weil du halt keinen Bock mehr hast, so viel abzugeben. Du siehst es nicht, 51% abzugeben. Ich hab nicht so viel abzugeben, weißt du? Digga, der nimmt's voll ernst. Bitte, ich muss abbrechen. Nein. Nee, du machst weiter. Ja. Boah, Digga. 50% sind halt richtig viel. 50% ballern halt richtig rein, so, weißt du? Ja, normal, aber ist ja auch geteilte Arbeit. Ja, aber was machst du schon? Aber was machst du halt schon? Digga, der macht voll viel. Mach weiter. Liebe Nico, nein, ey, das kann man bitte nicht machen, bitte. Na gut, ich meine, ich kann nicht zu nichts zwingen. Was soll ich sagen? Sag, dass du halt ihm 2000 ja, anbieten kannst und mehr also nicht. 2000 Euro wäre das für dich fair? Jo, Digga, 2000, hau mal rein. Gar nicht? 2000, oder? Ja, gut, das ist schon viel Geld. Digga, ich löse jetzt auf. Ja, natürlich, das ist viel Geld. Nein, aber löse nicht auf. Ich löse auf! Arbeit, sag, du meldest dich nochmal. Ja, ich melde mich einfach nochmal, okay? Ich mache mir nochmal richtige Gedanken dazu. Ja, mach das. Alles klar, ciao. Oh! Digga! Das war natürlich jetzt hart. Digga, das war wirklich hart. Nico ist halt jemand, den habe ich noch nie angerufen oder verarscht, wenn ich du wäre. Und der nimmt das voll ernst. Bei mir ist beide mein Gegner. Ah, der bumst mich. Er hat mich gebumst. Ey, ich rufe jetzt an und löse auf. Bitte. Warst du nicht? Bitte. Digga, Revi, ich schwöre, das ist zu hart. Digga, der macht jetzt aber voll die Gedanken und so zu Hause. Bitte, Alter. Komm schon, ja, nur. Okay, das ist schon echt krass. Krass lustig. Du bist so ein, ich schwöre dir. Nein, komm, mach. Nee, ist okay. Ist okay. Ist das okay? Blödes Stück Scheiß. Digga, ich schwöre, das war die erste Aufgabe, die wirklich zu weit ging. Letztes Mal PC kaputt machen ging auch schon dick zu weit, Digga, aber. Okay. Weiß ich nicht. Ich habe ja eben auf Instagram, by the way, eine Umfrage gemacht nach krassen, wenn ich du wäre, Aufgaben. Und da hat Tim von Gewitter im Kopf, mein Habibo, den ich gerade angerufen habe, hat gesagt, Revi soll seinen Gamingstuhl anzünden. Stabile Aufgabe eigentlich, oder? Finde ich schon, ja. Ja, also dann, ich habe weder ein Feuerzeug hier noch sonst irgendwas. Ich weiß noch nicht, wie du dir vorstellst, dass ich einfach meinen scheiß Gamingstuhl anzünde. Ja, weiß ich nicht. Zumal ja, ich hier unten Feuermelder habe, die direkt mit der Feuer... Lukas! Ja und? Dann fackelt halt dein scheiß Büro ab, Junge. In der Kiste. Okay, pass auf, Revi. Ja. Dann jetzt noch eine schöne letzte Aufgabe von mir. Ruf im Supermarkt an. Also wenn ich du wäre, ruf jetzt im Supermarkt an. Rewe, Hit, Kaufland. Es ist mir scheißegal. Und frag, ob sie noch ungefähr 20 Pakete, also Packung Klopapier haben. Du suchst noch halt einen Laden, wo du auch mehr einkaufen kannst für deinen Vorrat. Jetzt ruf an. Aldi. Ruf irgendwo in Berlin an oder so. Aldi Hotline. Junge, die denken sich, du bist komplett der Los Torridos. Schönen guten Tag, Lukas Michels hier. Ich hätte eine ganz kurze Frage. Ich würde gerne Toilettenpapier kaufen bei Ihnen. Gibt es eine Reglementierung auf Menge? Es gibt momentan gar kein Toilettenpapier bei uns. Da kann man noch bestellen. Momentan gar keins. Kann man das bestellen? Nein. Wir haben halt einen Betrieb und ich bräuchte halt tatsächlich 20 Stress. Pakete. Mach Stress, du brauchst für deinen privaten Vorrat. Für deinen privaten Vorrat. Ich weiß noch nicht mal, wann ich die nächste Lieferung bekomme. Wir haben also die ganze Woche ja noch keine Lieferung bekommen. Unglaublich, diese ganzen Horter, oder? Ja. Ich brauch's halt für den privaten Vorrat auch noch ein bisschen, ne? Das ist... 20 Pakete. Das bricht mir das Genick, ne? So. Wir haben nicht eine Rolle im Verkauf. Scheiße. Ja gut, okay, wunderbar, weiß Bescheid. Dankeschön, ja? Bitte. Tschüss. Ey, Mann, das war einfach langweilig, Junge. Ich dachte, das wird jetzt übel witzig. By the way, wo bleibt King a Wife, Digga? Hast du es vergessen? King a Wife, entspann dich bitte. Was hast du gerade gesagt? Ja. Der dumm, der Typ? So, bin ich dumm? Einfach wieder... Was? Seit wann gibt's Helikopter? Ach, Digga, dieses Spiel ist einfach zu anstrengend, bitte. Dieses Spiel ist einfach zu anstrengend für mich, Digga. Okay, komm, dann würde ich sagen... Hey, Lukas? Ja? Wenn ich du wäre, würde ich jetzt nochmal ganz kurz zum Ende der Folge mit deinem Kopf richtig in die Facecam scheppern, damit okay. Das Video hier vorbei ist. Nee, okay, aber eine Aufgabe darf ich dann auch noch machen. Eine mach ich dann auch noch. Warte, okay. Dann gebe ich erst deine und dann schepper ich dagegen, meine okay? Facecam ist aber zwischendurch ausgegangen, nur dass du es weißt, ne? Ja. Also, okay, Revi? Ja? Ganz kurz, wenn ich du wäre... Und jetzt... Dich? Wenn ich du wäre, veröffentlichst du jetzt deine Einnahmen. Alle YouTuber, die sagen, man darf das nicht, ist gelogen, Digga, man darf es. Okay. Zeig deine Einnahmen. Okay, ich zeig dir die Einnahmen von Revi Gang. Nein. Doch. Hä, nein, von deinem Hauptkanal, Junge. Nein, hast du nicht gesagt. Digga, fuck mich nicht ab.
So, und dann könnt ihr euch ja, ich gebe euch folgenden Hinweis. Meine CPM beim Gaming ist deutlich höher, ja? Die Views sind deutlich dann höher. Dann zeig sie doch einfach, Junge! Rechnet es euch einfach selber aus. Hier, ganz viel Spaß mit den Eingaben von Revi-Gang. Grüße an D-King. Ist so unnötig, ist so davon unnötig. Davon gehört ja auch ein großer Prozentsatz dir. Ich bin an der Stelle raus, auf Wiedersehen. Statt du einfach deine Hauptdinger zeigst, Junge. Egal, jetzt Kopfnuss, pass auf, Leute. Was soll voll in mein Junge?